Doranzing. Warum fange ich da nicht schon mit Dark Steel an? Du magst es doch so gern. Ja, weil ein Doranz sehr effizient ist. Zwei Doranz sind allerdings ja genervt worden, weil der passive Effekt, dass du Mana kriegst, ein bisschen nach links rücken. Weil der passive Effekt ja mittlerweile nicht mehr stackt, sondern unique ist. So. I'm gonna ping enemy jungler. Und jetzt schreibst du sorry, need to start queue. Need to start needs. 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 I need. He, she, needs. It und I, das S muss mit. Okay, NP, but do some autos, please. Sorry, I don't drive a car. Nein, schau das nicht. Ich finde so jemand, der macht sowas. Ich weiß. Deswegen sage ich ja, nein, mach's nicht. Okay. Du hast übrigens so viel Auto-Attack Range, du kannst von da angreifen. Wenn das nicht stimmt, bist du schuld. Ja. Kann man diesen Kreis, wo die Audio-Attack Range ist, irgendwie für immer toggeln, dass er immer da ist? Boah, Alter, bei dem anderen Game, darf ich das? Ja. Bei Arena of Valor ist das nämlich immer da und das hilft mega, finde ich. Ist nicht immer da. Doch! Okay. Immer wenn du in der Nähe bist oder eine Audio-Attack machst. Alter, mach mal ein Q. Das ist krass, war das halt auch. Okay. Also, wo ist der Enemy Top-Laner, wo ist der Enemy Mid-Laner? Das sind jetzt die Fragen, die du dir von Anfang stellst. Top-Laner so, Top ist da. Ping Enemy Blue-Buff. Ping Enemy Blue-Buff. Kannst auch immer mit dem Mark machen, ne? Du hörst jetzt mal auf. Komm her, Junge. Nice. Guter Trade. Geil. Thunderlords geprockt. Das ist gut. Kalle. Ping jetzt Wölfe. Das ist ein Raptor. Der Flay ist auch da. Weißt du ja. Ich bin schwerer Fall, das wussten wir von Anfang an, Johnny. Holy als du shit. Den Vertrag unterschrieben hast, wusstest du, das wird nicht einfach mit mir. Aber ich wusste nicht, dass Jungle Tricken so schwer ist. Pardon? Oh, oh shit! Oh. Gut gemacht. Enemy Red Buff Ping. Du hast kein CS deswegen verlieren. Ja, du gibst mir Aufgaben. Okay, jetzt hast du einen Stun-Up. Was machst du damit? Den Gegner Stun. Warum wurdest du jetzt? Weil er jetzt kommt. Wir haben gerade darüber geredet. Du hast ihn gerade beim Red Buff gepinkt. Und dann wastest du ein Ward. Wieso gewastet ist er doch weil nie. Du ihn 20 Sekunden lang nicht brauchtest. Schönes Ding. Nice. Thunderlords noch hinterher. Nein, du hast den Auto-Attack nicht gemacht. Doch, der ist. Guck dir das Replay an. Oh, Thunderlords wurde geprockt. Nice. Good job, Kalle. Du bist schneller als mein Gehirn. So, jetzt pinkst du Achtung Top und Achtung Mitte. Das war Signal. Ja, doch. Careful, ne? Ja, richtig. Das ist auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich richtig. Jeder würde deinen anderen Ping nehmen, aber du bist halt was Besonderes. Ne? Du bist jetzt mal still. So, du siehst, der Enemy Jungler wurde gerade nicht aufgedeckt von der Vision Pflanze. Das heißt, das, was du jetzt pingst, ist, dass der bei den Golems ist. Ist natürlich so ein bisschen tricky, dass du das jetzt gleichzeitig auch pingen musst und dass ich so ein Arsch bin, aber es hilft dir halt übel. Okay, die Lane läuft bis jetzt gut, du machst gute Trades und du siehst Gangplank kaum noch Mana. Was hat er als Summoner Spell? Das musst du nachgucken. Exhaust. Das musst du vorher checken. Hey, du bist doch auch ein bisschen. Achtung, wo ist der Jungler? Du hast gerade die Vision Pflanze gesehen von ihm? Hier. Ja, ping. Hast du gesehen, dass die Vision Pflanze da war? Nee. Er hat sie ausgelöst. Du musst immer einen Blick auf die Minimap haben. Du musst jetzt Botside stehen. Alles ein bisschen schwierig. Botside stehen, ne? Botside stehen. Botside stehen. Ich stehe doch Botside. Du stehst nicht Botside, du stehst in der Mitte. So, jetzt kannst du. Ja, der wird jetzt gleich Base gehen. Kannst du auch schreien eigentlich. Aber ich schreibe jetzt hier nichts. Ich muss jetzt hier farmen. Okay. Ist auch noch irgendwann gut mit der Hilfe hier. Okay. Queen! Butts! Wenn du vorher den E gemacht hast, hättest du gestunt. Stimmt. Aber jetzt hast du ja wieder einen Stun-Up. Nicht auf den Minion, du willst ihn pressuren. Druck auf den Boy. Ping mal Enemy Golem. Fuck. Ich meinte Grump. Alter, du erschwerst mir das hier auch. Ping mal Grump jetzt. Golems kann er gar nicht sein. Zack, wunderbar. Thunderlords wurde geprobt. Er ist jetzt in 15 Sekunden der Enemy Jungler Botlane, aber das ist kein Problem. Okay, du kannst ihn jetzt richtig hart pressuren. Der hat keinen Teleport, der hat keinen Mana, du kannst quasi hinter der Minion Wave stehen. Ach, du musst jetzt Topside stehen. Topside stehen. Warum? Weil der Enemy Jungler Botside ist. Ah ja, genau. Ja, der hat sich jetzt dazu entschieden hier. Jetzt kannst du Topside auch noch warnen, um richtig safe zu sein und einen Halbbot reinschmeißen. Du musst jetzt ein bisschen aggressiver gehen. Achtung, weg. Ah, ist Topside. Deswegen warnen wir halt, auch wenn wir uns relativ sicher sind. Oh, nice, schön. Siehst du, wie du den hast?
Hast den am Haken. Jetzt lass nicht zu, dass er die Wave pusht und dann recoilt. Ich schmeiß einfach wieder einen Pot rein, ist kein Problem. Du willst jetzt einfach nur auf Level 6 warten und ihn dann anflashen und töten. Ja, der kann das wegfressen, aber Damage kommt trotzdem durch. Ah, der will weg. Ja, dann halt ihn noch einmal ab. Du hast unglaublich viel Auto-Attack-Range. Du kannst ihn... Ah, shit. Ich glaube, du hättest ihn anflashen können. Okay, was machst du jetzt? Guck dir die Wave an. Guck dir die Wave an. Push die Scheiße nach Indien zurück. Nee, du kannst es freezen. Du kannst es freezen. Achso. Jetzt ganz entspannt sein. Ganz entspannt. Immer nur am allerletzten Moment. Ich bin so aufgeregt gerade. Du sammelst und sammelst. Ping Raptoren. Warum sage ich, ganz am Ende Last Hitten, ganz am Ende. Und wenn er wiederkommt, was machst du dann? Was ist dein Plan? Flash auf ihn drauf und töte ihn. Du musst ihn flashen, Du kannst ihn ja nicht töten. Aber du kannst ihn so low machen und das ist ein wichtiges Element. Dann ohne Tippers oder was beim ersten Mal? Oh, ja, kannst ja gucken. Also ich glaube, ich würde sogar mit Tippers draufgehen, weil da kannst du mit den Tippers danach sogar noch die Wave pushen. Er hätte ziemlich viel verloren, er hätte noch viel mehr verlieren können, wenn du die Wave wirklich gefreezed hättest. Jetzt kommt er wieder, hält jetzt ein paar Fässchen ab. Na, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber du willst ihn gleich einfach einen Tippers in die Schnüsse hauen, um die Wave damit auch so ein bisschen durchzupushen. Ah, das war vielleicht ein bisschen unglücklich, aber einfach zack. Oh, wow. Das war ein Leck bei uns. Da, oh, schön gelastet. Bin doch mal stolz auf dich, wenn so ein Lastet. Oh, er hat versucht, einen Big Play zu machen. Ah, das ist, jetzt kannst du dich an Fässern auch schon mal so ein bisschen versuchen. Ein bisschen Trockenübungen. Ah, wieso geht das wenig raus auf ihn? Du hast halt jetzt das Problem, dass du halt jetzt nicht recordest. Du musst diesen All-In machen, um zu recorden. Das heißt, mit dem nächsten Stun gehst du da ran. Mit ohne Flash? Ja, ja, einfach. Der wird dir den Gefallen tun. Achtung, jetzt kommt das Fässchen. So, jetzt kommt Triple-Fässchen. Alter. Ah, jetzt ist er aber langsam... Ja, jetzt muss... Wo ist denn der Jungler jetzt? Ah, das ist gerade halt jetzt Rätselraten. Ah, du hast keine Info. Tippers! Batz! Alp! Und jetzt mit den Tippers in der Wave halten. Nicht den Tippers in den Turret. Der macht keinen Ausflug zum Turret. Damit forst du jetzt deinen Recoil. Zack. Keine Minion noch. Nicht mitgenommen. Und jetzt den Tippers auf ihn. Tippers auf ihn. So, jetzt hast du eh keine Verwendung mehr für den. Das heißt, du kannst den Tippers einfach in sein Gesicht jagen. Greif ihn an. Es ist so toxisch, ne? Okay. Kannst du für gehen, für die Maske. Und noch ein Hypod und ein Pinkwort. Noch ein Hypod. Nice. Okay. Also, was wissen wir jetzt, wo der Enemy Jungler ist? Blue Buff Ping. Warum ist er beim Blue Buff? Weil er wieder ab ist. Weil er wieder ab ist. Kann sein, dass er auch schon bei den Wölfen ist, weil der Blue Buff war schon seit 20 Sekunden ab, aber... Ach, hier? Das ist jetzt drin? Ja, ja, das ist drin. Du musst es aber neu legen, also bei dir ist es gerade noch nicht gebindet. Du siehst, er hatte große Probleme. Oh, der holt sich den Blue Buff. Das heißt, du pickst jetzt nochmal den Blue Buff. Es ist halt übel hilfreich, wenn einer im Team das macht. Es ist super anstrengend, das zu machen. Und ich verstehe das. Und das wird gerade auch on-stream und so eine Herausforderung. Ich mache das selber auch nicht immer. Allerdings, gerade wenn die Leute keine Ahnung haben. So, jetzt musst du einen Hardpush schon mal antäuschen, für den Fall, dass er überlegt, nach dem Blue Buff Base zu gehen. Weil das wäre ziemlich ungünstig für dich, weil du hast seinen Recall eigentlich gut denied. Das heißt, du musst jetzt auch mit Autotext arbeiten. Ne? Du vergisst immer deine Autotext, wenn du... Weil ich immer Angst habe, dass ich mir das dann selber versaue. Ist egal. Hier geht es gerade um Pushen. 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 Guck, er verliert jetzt 3 Minions. Das ist gut. Er hätte noch mehr verlieren. Ich bin sogar schon echt erhält, ne? Ja. Und das funktioniert so simpel. So, wo ist jetzt der Enemy Jungler? Red Buff. Red Buff Ping. Topside hat die Gefahr, gedived zu werden, theoretisch. Und du hast überhaupt keine Vision. Achtung. Der hat keinen Blue Buff, ne? Ah, der hat keinen Blue Buff. Den hat er nicht bekommen. Oder die hat eine Meinungsverschiedenheit oder so. Achtung, du weißt nicht, wo der Jungler ist. Du kannst nicht aggressiv trainen. Du musst dein Pinkwort gleich in den Busch oben rein platzieren. In der Phase, wo du die Wave zum Turret gepusht hattest, ne? Hm. Erinnerst du dich? Vision. Hast du ja noch eine Wave einfach hardcore reingepusht. Ah, Midlane Miss. Hard pushen wieder. Okay, nevermind. Du weißt, dass er da ist. Okay, du kannst jetzt auch den Pinkwort von deiner Seite aus reinschmeißen. Also, ja, über die Wand gehen. Über die Wand. Ist jetzt wichtig, weil der Enemy Jungler muss ja irgendwas machen. Kann sein, dass er euren Blue Buff invadet. Kannst den Gangplank jetzt auch immer wieder mit QW eine mitgeben, weil er hat nicht so viel, um gegen zu trainen. Aber wenn du da den E vorher anmachst, ne? Hast du einen Stun, mein Junge. Der ist aber jetzt wieder Burst ready. Den kannst du wirklich, wirklich richtig schön wegbürsten. Wo ist denn der Tibbers? Ich wollte. Tibbers Ignite ist Kill! Okay, der nächste Stun und dann will ich einen Flash sehen. Dann will ich aggressive Flash sehen. Dann ist es! Dann ist der Kalle! Oh. Wunderbar. Und jetzt gehst du in Ward bei den Raptoren setzen. Nimm den Tibbers mit, wenn ich den Tibbers ohne dich sehe. Zack. Okay. Ist schon mal eine Info, dass er da nicht ist. Hast aber du die Zwischenpflanze gesehen? Ja, ja, ja. Also, ping. Da ist er.
timmerst aus dem Turret raus und dann die Wave Push und Recoil. Ich bin so aufgeregt. Aber du machst es auch gut, Kalle. Das ist eins deiner besten Endgames bis jetzt. Du machst den Gangplank kalt. Achtung, der könnte dich theoretisch killen. Einfach nur kennen Minion und dann weg. Die drei Minions sind nicht wert, dafür zu sterben. Double Magic Pen jetzt holen und dann wird durchrasiert. Das ist ein gutes Game, Kalle. So, und jetzt die... Gucken wir mal auf den Farm. Du bist 25 CS vorne, nur weil du weißt, wie er mit Minwaves umgeht und der Junge nicht. Naja. Pink Ward. Okay. Immer wenn du Geld... Nein, immer wenn du recoilst, Pink Ward, zwei Pots. Das ist ein Dream. Das ist schön. Das ist ein schönes Game bis jetzt. Ich sitze auch näher dran. Ich merke auch, du hast eine ganz andere Körperspannung. Ich bin auch fucking aufgeregt gerade, ey. Holy shit. Achtung, mit Miss Ping. Okay. Wir haben keine Information darüber, wo der Jungle ist. Und wir wissen, dass der Topside schon gewardet hatte. Das heißt, du pingst jetzt die Botside care. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er Botside ist, ist 1 Million mal höher als Topside. Weil Topside waren nur die Golems ab. Sagen wir mal ehrlich, wer marschiert für die Golems? Ha? Mhm. Niemand. Wirklich niemand. So, Midlane immer noch Mist. Das heißt, du hardpushst das jetzt. Und dann replatzieren wir... Ah, da ist er wieder. Oh, das ist mittlerweile mit dem Festium ganz gut. Wir repositionieren gleich unseren Pink Ward. So, das ist jetzt genau das, worüber wir gesprochen haben. Aber der ist doch noch gut. Nee, wir wollen den zur Botside. Weil die Botside ist die Lane, wo wir machen. Da den Pink Ward. Und wo hatten wir gesagt, kommt da der normale Ward hin? Da vorne? Ja. Du musst den in dem Moment nicht clearen, weil das ja deaktiviert, aber... Nee, da drüber. Da, ja. Und jetzt hast du Infos. So, Top Lane wird gefightet. Dadurch, dass der Jarvan sich jetzt Top Lane nicht zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Bot Lane ist, wieder höher. Aber ihr habt da exzellente Vision. Ihr stellt sich jetzt auch immer Botside, ne? Botside ist dein Freund. Ist the way to go. Ja. Und du siehst halt jetzt überall, wo der Gangplank hingeht. Also der kann sich nicht wegbewegen, ohne das Mast. Lass ein Minion stehen, damit deine Wave quasi näher an deinem Turret steht. Und jetzt wird wieder reingedonnert. Ich meine, du bist 2 Level über den. Achtung, von Topside kann er kommen. Du musst Botside stehen. Botside. Ah, schade. Eine Idee ja noch ganz gut gemoved, aber halt einen Ticken spät. Ein Highpot rein. Wir wollen gar kein Risiko eingehen. Von Botside bist du safe. Von der Botside aus kannst du spielen. Guck mal, wie viel Angst er hat, wenn er einen Stun up hat. Wenn du es schaffst, mit Autotext zu last hitten und einfach nur diesen Stun die ganze Zeit abpasst, ist super. Warum willst du jetzt pushen? Ach so. Also mein Gefühl war jetzt nicht, dass ich pushe, aber ja. Ja, also ne, du haust halt ne, die Qs früher rein als nötig. Das heißt, du pushst so ein bisschen. Shen kommt jetzt zu dir auch. Von der Topside. Das heißt, du musst ein bisschen... Ah, der macht nur die Krabbe da. Wir wollen so ein bisschen gucken, was geht. Ja. Hast ja nicht viele Infos über den Jungler, aber du kannst ihn halt wunderschön pressuren gerade. Ah, guck mal, er geht nicht für die Minions. Das heißt, er verpasst 3 weitere. Noch ein Minion, was er verpasst. Das ist klasse. Das sind kleine Siege, die zum Erfolg führen. So. Jetzt kannst du wieder da... Zack, 2 Last Hits. Ein. So, und jetzt kannst du wieder pressure. Da, er geht diesmal für die Minions und das kriegt er nicht. Guck mal, wie viel er verpasst. Er muss jetzt vorne stehen. Hau ihn ins Gesicht. Guck mal, wie traurig der aussieht. Siehst du das? Wie viele. Oh, nochmal ein Kenne-Minion, nochmal 2 Minions. Das sind alles Siege. Ja, du hast das eine sehr rigorose Art, das Tötlasteten grundsätzlich zu vermeiden. Das stört mich schon, ja. Ah, schön gemacht. Und jetzt warst du Level 11. Jetzt hat der keine Schnitte mehr. Warum stehst du so weit oben? Du musst um deine Vision herumspielen. Du musst deinen Ward erneuern, Botside, das heißt hard pushen. Zack, das Ding wegpushen, um diesen Ward zu setzen. Er ist super wichtig. Oh, der Dragon. Ocean Drake, Achtung, das heißt von Botside kommt er jetzt. Cloud Drake. Oh, Cloud Drake, ja. Geh über den Pink Ward und stell deinen Ward da rein. Ah, das hätte jetzt risky, hätte ich gesehen. Im besten Fall sieht er dich nicht. Da oben wieder rein. Achtung, da ist ein Varus. Achtung, du musst raus. Ja. Und jetzt wieder aggressiv gegen den Gangplank vorgehen von der Botside. Jetzt Alter, wie ich Head bin! Jetzt geht's. Du kannst. Oh, du brauchst keine Angst mehr vom Fass zu haben. Ein Fass tötet dich nicht, aber eine Kombo von dir haut ihn völlig raus. Du musst das Gefühl haben, dass du ihn von 100 zu 0 bürsten kannst, weil das kannst du. Okay. Das ist jetzt nicht Base. Das heißt, du gehst jetzt hinterher und guckst. Ah, okay. Er macht nix. Braver Junge. Oh, ich dachte schon, lässt ein Minimal in den Turret. Das wäre ja fantastisch. Schön wieder. Du hast den halt richtig am Sack. Ja. Wow, ich hab die Auto-Attack verwendet. Ah, das passiert, das kann Problem. Bring den Kane weg. Ah, wobei kann sein, schon mal da ist. Du hast ja keinen Stun. Oh, so Soraka holt das raus? Ja, sofort wieder. Oh, die haben viel gefressen. Pot reinhauen, jo.
So, du musst jetzt gleich ihn einfach mal mehr attackieren. Du gehst immer auf Kuschelkurs, du zonst ihn ganz nett, aber jetzt willst du mehr. Jetzt willst du mehr. Das ist okay. Du kannst ihn one-hitten, er dich nicht. Noch ein Q und dann wieder Flash Tibbers. Bist du ready? Zack, da ist der Kick. Guck mal, wie einfach das Alter, ist. Alter, das ist echt easy, Alter. So schön. So, vom Jungle Tracking haben wir jetzt natürlich im Early Game sehr gut gemacht. Gerade fehlen uns ein bisschen Informationen. Das heißt, wir pushen jetzt die Wave. Ah, Javentop. Und danach wardest du die Raptoren, aber nicht so wie eben, nicht den Krüppelward, sondern jetzt noch das Minion, noch die Caster-Minions da hinten, dein Tibbers Tank, den Turret, ich bin Weltmeister, aber dadurch... Nee, du gehst jetzt da oben hin und stellst ihn da in den Busch. Dadurch kriegst du so viele Informationen und dann recallst du auch da sofort. Jetzt die Raptoren zu machen, wäre gierig, weil du verhinderst deinen eigenen Backport. Ultimate-mäßig gehen wir wieder Richtung Loons, das scheppert ordentlich und du siehst, dass dieses Double Magic Pen gegen Leute, die einfach zu dumm sind, MR zu holen, einfach wirklich reinhaut. Nee. Diesmal kein Pink. Auch wenn es sehr, sehr löblich ist. Du willst die Lane jetzt stoppen und dein Pink was kannst verteidigen. Nö, bleibst du bei. Bleibst du noch bei. Wenn wir den Turret haben, dann sieht das nochmal anders aus. Aber das ist halt gerade einfach genau die Phase. Wenn du ihn einmal mit QW triffst und dafür einen Barrier kassierst, ist es gar kein Problem. Ich habe ja seit langer Zeit gerade mal wieder Spaß an dem Spiel. Das ist so gut! So, Jarvan Ping. Siehst du, der Ward gibt dir halt jetzt Infos. Der gibt dir vor allem auch später noch Infos, weil du weißt, dass er da nicht ist. Guck mal, dein Jace macht jetzt Dinge, die würde er niemals in seinem Leben machen. Aber du änderst gerade seine Lebensweise. Was macht der Kano? Oh, schade. Aber trotzdem richtiges Movement. Achtung, der fightet da oben gegen Jarvan. Da muss der hin. Highport rein auch. Just in case. Ja, alles gut. So, was weißt du jetzt über den Jarvan? Dass der Base muss. Der muss Base. Und danach, wohin geht er? In die Botzeit wahrscheinlich. Botzeit. Das heißt, wann ist er da? Was hatten wir gesagt? Wie viele Sekunden? 25. Ja, das heißt, in 10 Sekunden ist er ungefähr Botzeit. Das heißt, dann kannst du wieder einen Ping loslassen. Aber guck mal, wie viel Angst der Junge haben muss. Eins Problem ist, der kann mittlerweile die Minions Wave mit dem Barrett sehr gut hinein. Aber macht er nicht so gut. Warte, wirklich nicht. Ah, das ist schön. Gönn dir da, Minion. Ah, Kalle, das Selbstvertrauen steht dir gut. Ach, schade. Also ist die richtige Variante. Oh. Töte ihn! Oh. Wenn er das nochmal macht, gibt sofort was ins Gesicht. Achtung, Jungler Botside-Ping. Ah, ich glaube, du musst da zum Achtung-Ping übergehen, sonst checken wir das, glaube ich, nicht ganz. Du hast halt dein Pinkboard jetzt verloren, das heißt, langfristig geht es auch wieder eher Richtung Recall für uns. Oh, das ist jetzt frech. Ja, das ist tatsächlich bitter. Aber jetzt kannst du mal dein Töte lastet und unter Beweis stellen. Autodeck Cast damit zu lang. Zack, dann Academy mit dem Q und dann nochmal das Minion hier mit dem Auto-Attack. Das ist eine klasse Serie. So, Keen ist da, bringt dir überhaupt nichts. Hard pushen, der Gangplank ist scheinbar weg. Nice. Ist schön, dass das reicht, ne? Macht echt Spaß. Oh, shit. Weiß nicht genau, was der Keen will. Ich glaube, er will einen Trip. Oh, der hat Harold. Der hat Harald, Alter. Okay, das ist schön. Helga. Stun-up halten. Von der Botlane kommt gleich was. Stell dich schon mal in die Botlane. Stell dich richtig in Botzeit. Raus. Das sind fünf. Du bist ja richtig heiß drauf! Das ist schön! Ein rausgenockt im 1 gegen 5. Guck mal, die Shen Ultimate. Das ist Verzweiflung. Verzweiflung ist das. Tibbers, immer schön draufhalten. Alles okay. Achtung, nicht übertreiben. Es sind immer noch drei. Die haben das Soraka. Aber ist okay. 1 für 1. Turret bekommen und Jace währenddessen auf der Top-Lane alles bekommen. Tibbers, da behalten für die Minimum-Wave. Oh, Kalle! Jetzt drehst du aber auf! Ah, das ist schön. Achtung, nicht auf Green. Immer einen Schritt weg bleiben wegen der Jarvan-Kombo. Jetzt die Jarvan-Kombo raus. Barrel zerstört, Alter. Ich bin hochkonzentriert. Das ist einfach wunderschön hier gerade. So, jetzt gehst du Base und pingst die auch weg. Die haben nichts, was sie holen können. Das ist ein Gangplank, der clears die Wave. Und jetzt Recon. Loons. Und zwei Pots unten an. Jetzt kannst du das Trinket auch wechseln. Auf was? Auf Red. Warum und Red? Geh mal Botlane. Ah, wobei der Lucian geht da immer noch mein. Red, weil du jetzt dieser Tier 1 Midlane-Turret weg und jetzt wollen wir roam. Und wenn wir roam wollen, ist es super wichtig, dass die da keine Vision haben. Das heißt, du haust dann immer wieder dein Red-Trinket an, gehst einmal komplett zur Toplane durch und guckst, was geht. Dein Jace ist gut im Game, Kay macht einen ganz guten Job und du bist halt 3-0. Du bist der Anker des Teams. Der tote Gegner. Och, guck mal, der Loons-Brock hat es perfekt vorbereitet. Ist das ein Traum? Du kannst schon mal die anderen mit dem Auto-Attack vorhitten, weil du brauchst zwei Auto-Attacks. Das ist scheiße jetzt. Also, was geht da?
Jarvan top. Geh top, geh top, geh top, geh top. Ping, 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 ping. Gleich hätte er lange genug drücken. Ah, der ist schon low. Aber vielleicht geht da noch was. Da geht noch was. Da geh die enge Kurve. Ja. Ja, 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 ja. Der Tipper ist im Anschlag. Flash in 3 Sekunden. In 3 Sekunden. Geh einfach für den Schuss. Oh. Brauchst du nicht flashen. Einfach Tippers ins Gesicht. Da ist der erste und den zweiten holst du ja auch noch. Denk an einen Tippers. Das war auch noch hinter mir. Ja, du musst schon mal einen Stunt stacken. Oh, der. Ah, ja, das ist Oracle. Ah, also, der Flash war vielleicht ein bisschen. Ja, drauf. War vielleicht ein bisschen viel, aber es ist der richtige, das richtige Mindset. Guck mal, du kriegst doch eine Wave als Belohnung. Warum konntest du jetzt von der Mitte in Backroam, obwohl du die Wave noch nicht gepusht hast? Ah, bleib noch eine Wave. Warum? Ja. Weil ich wusste, dass ein Botlane hochkommt. Ja. Also wusste ich nicht, aber. Ja, aber es war überwahrscheinlich, dass die sich wieder Toplane orientieren. Der will jetzt, dass du zum Blue kommst. Ping, dass du kommst. Und nimm den Tibbers mit. Du musst dir angewöhnen, dass dein Tibbers immer bei dir ist. Das ist so ein schönes Game bis jetzt, Kalle. Aber ich will es auch gewinnen, ne? Du wirst es auch gewinnen. Solche Games verliert man nicht. Thank you. Midlane holt jetzt einen Kill, das heißt, du pingst den Tier 2. Achtung, der Varus hat da gerade eine Channel ult bekommen. Channel ist jetzt da. Geh da hin, bot. Ne, geh über einen Blue Buff. Ah, wobei doch, die Falken einschauen. Was machen die denn da? Hat eine Fiesta. Das ist kein Tibbers, ne? Oh, das ist ein Free Kill! Guck mal, du musst da auch hingucken, ne? Der Drake. Pink Ward rein. Einfach nur Vision. Nice. Achtung, nicht die Akku ziehen, der slowed pervers. Nicht übernehmen. Nicht den Drake übernehmen. Oh shit. Okay, Akin ist jetzt da. Ja, es geht. Du kannst den Jarvan so ein bisschen so und du hast den Stun-Up. Nicht auf den Drake benutzen, bitte. Achtung, du musst Jarvan im Blick behalten. Der geht außen rum. Der will da nochmal rein. Da ist er. Wo ist der Stun? Oh, ich hatte meine Kamera war falsch. Ja, ich weiß. Die Kamera, die war nicht ganz optimal. Aber scheiße. Tier 2 mit Lane Turret Ping. Und den Stun jetzt nicht nutzen. Du brauchst diesen Tibbers jetzt am Anschlag. Wenn die Soraka denkt, ich mach ein View, dann sagst du einfach nur, mach das nochmal und töte die. Ah, ja, er hat ja gerade schon eingegangen. Achtung, wegen Shenthorn. Okay. Du bleibst ein bisschen weiter hinten. Ja, du musst ein bisschen reaktiv machen. Und jetzt auf die Backline. Ja, das ist es! Oh, wieso tötet das denn nicht? Du hast kein Q gemacht. Oh, ich sterbe. Nee, du stirbst. Halbpot rein. Du musst die Kamera verschieben. Raus. Du hast einen Stun-Up. Raus. Schön, dass Barry noch gedodged. Und raus. Kannst den Lucian da nicht retten. Oh, der hat noch hier. Ah, ist gemein. Der hat ein paar Hilfe bekommen. Ah, schade. Also die Idee davon rauszugehen war genau richtig. Schon wieder so viel verloren. Ja, aber guck mal, Top ist eine riesige Wave. Muss ich jetzt entscheiden. Achtung, ein Stück zurück. Shenthorn. Kann ich das überhaupt verteidigen? Nee, du kannst dir nur ein bisschen Angst machen in der Hoffnung, dass die so viel Angst vor dir haben, dass sie gehen. Das ist das Einzige, was gerade geht. Aber du musst Abstand! Ah, das passiert. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, du hast halt auch 2000 Gold und ich habe dich länger nicht Base gelassen. Aber es ist nicht so wild. Was glaube ich jetzt? Was haben die Gegner denn? Gucken wir uns doch mal an, was die haben. Bisschen MR, ein bisschen Armor, viel Leben. Echt viel Leben, ne? Tricky. Ich würde dir tatsächlich sagen, ich gehe für einen Rabadon. Ja, go. Einfach mal einen Rabadon holen. Doch, das geht. Du musst nur die 50 Gold abwarten. Ja, stimmt. Eieiei. Das Problem ist halt quasi, wenn du für den Varus-Burst gehst, musst halt 100%ig down gehen. Was eine einfache Variante ist, ist quasi, dass du einfach noch ein bisschen wartest, weil du wirst immer zwei mit den Tibbers treffen. Die Gegner sind nicht organisiert genug. Du musst nicht immer sofort bei dem Gage da sein. Problem ist halt nur, dass die Gegner echt gut scalen. Aber ich glaube, es ist machbar. Aber ich hab ein gutes Gefühl. Eieiei. Vor allem mit Flash sieht die Sache auch nochmal anders aus, ne? Ja, gab es ja schon die Flash. Das war übelst krass. Ah, die Ausbau? Mhm. Alter, das ist gerade ein Angel. Das ist das Problem. Wer? Varus. Das ist so bad. Das ist terrible. Das ist einfach komplett zerstört. Problem ist, Top ist eine riesige Wave. Achtung, du hast keine Priorität auf der Midlane. Ja. Nicht rausgerutscht. Ah, du kannst. Bleib da. Da raus.
sind Midlaner-Probleme. Ah, jetzt tippt der Top. Das ist halt so ärgerlich, ne? Das ist so viel einfacher machbar gewesen. Ja, ja, ja. Okay, jetzt kurz ein bisschen Unterzahl. Aber der Stern bleibt auch Bot. Oder der Ult wahrscheinlich, ne? Ja, das hat er. Da haben wir da gleich engagen. Halt ein bisschen Abstand, du kannst dich nicht töten. Einfach warten. Die werden halt immer engagen und du bist dann immer der. Ja, geil, Gangplank wird raus. Dann aber auch okay. Du schnittest gut. Ah, jetzt musst du dich ein bisschen wegen Timbers orientieren. Hau doch mal einen rein. Hast du ein guter Damage Flash raus vielleicht? Ja. Oh, scheiß Silence. Ah. Ah, ist halt schwer. Ja, ohne Jace hätten wir auch nicht so weit kommen sollen. Oder? Ja, deswegen meine ich übrigens nicht tödlich. Wahrscheinlich hätte aggressiver backpingen sollen. Da hat man halt immer mehr ein Gefühl, dass die Aber jetzt ist schon der Punkt angekommen, wo ich selber richtig tilte, weil ich gewinne meine Mitte richtig hart und der Rest verkackt einfach wieder alles. Ja, aber die haben ihre Lanes auch nicht verloren, ne? Also doch, Torp hat hart verloren. Ja, aber das sieht auch jetzt eher so aus. Davor sah es eigentlich ganz gut aus. Ich meine, der hat 2 Tore gekriegt, ja gut. Ja, ne? Also ich meine, der hat 2 Tölt gepusht, die Botlane sah gar nicht schlecht aus. Ihr habt halt einfach nur das Problem, dass ihr euch jederzeit engagen könnt über den Jarvan, dass ihr zwar eine Jenna habt, aber das Positioning der Jenna suboptimal ist, was halt auch so ein bisschen am ADC liegt. Wenn ihr... Soraka ist einfach broken auf der Helo, ist ein bisschen was das Problem. Was baut der denn hier überhaupt? Ich weiß nicht. Da würde ich einfacher werden. Weg. Ja, jetzt resetten die auch erstmal. Wieso nimmt sich der Jace den fucking Blue Buff? Ich glaube, er ist tatsächlich nicht schlecht auf Jace, weil hat der Mugra Mana? Naja, aber der hat halt so viele Mana-Kosten. Ich glaube, dass du tatsächlich besser ohne Blue Buff auskommst. Aber ich bin Midlaner. Ja, also er gehört schon dir, klar. Aber trotzdem, Achtung, du hast die jetzt weggepinkt und stehst trotzdem da. Du siehst immer, ob die... Ah, du kannst ja gleich mal einen Busch trappen. Geh mal da einen weiter noch. Nach da oben rechts. Oh, shit, raus. Du siehst den Chen. Du kannst auf den Varus warten, bleib da im Busch. Warte auf den Varus. Nicht angreifen. Oh shit, lauf. Aber solche Traps funktionieren ganz gut mit Red Trinket. Oh. Weg. So ein Flash. Sehr ärgerlich. Du musst raus. Das ist halt nicht einfach, weil deine Botlane halt da gerade irgendwie immer noch rumgurkt. Die Frontline ist. Der Jace ist auch schon der AFK hier. Der hat Blue Buff genommen und ist AFK. So, what the fuck? Der ist nicht AFK. Der hat eine halbe Stunde Oh, was? Das ist halt gut. Das ist halt echt angespannt, die ganze Kacke hier. Wir haben auch keinen Tank, ey. Ja, das ist auch echt ein Problem, weil die Full 80 sind. Das ist ein Stun-Up. Ja, diven können die euch halt nicht, aber der Turret wird halt kurz oder lang ein bisschen Damage kriegen. Das ist halt so ein dämlicher Champion in der Elo. Ist halt einfach die Base. Der Mountain immer dabei. Ja, der nicht. Hat einfach keinen Sinn. Aber die wollen da hin. Oh, ihr könnt halt hingehen und ein bisschen winken. Vielleicht kann Jace dann auch irgendwie random sehen. Oh, Varus top. Ihr könnt da fighten. Könnt er wirklich fighten. Das ist ja witzig. Er könnte ihn übernehmen. Ping den an. Und dann ab. Oh, ist geil, wie viel der wird einfach rausjumpen. Oh, der hat seinen Job wieder ganz verpackt. Ja, aber wenn ihn. Achso, okay. Naja, einfach raus. Und der Jace kann eigentlich recallen. Ist der Ding. Völlig plem. Aber das Problem ist halt quasi, wenn du auf den Jarvan gehst, reicht ja dein Schaden nicht. Und Soraka wird immer dafür sorgen, dass sie wieder voll werden. Du hast jetzt quasi einen Mountain Drake gegen einen Tier 1 Toplane Turret getradet. Ist okay, das kann man machen. Gerade gegen Nash ist das eigentlich sogar sehr, sehr gut. Weil die halt im Normalfall noch viel, viel mehr verlieren müsste. Ah, da geht vielleicht ein bisschen was. Ah, ich glaube, die wollen eher nicht scoren. Okay, ja, ist in Ordnung. Könnt ihr. Achtung, da ist es. Da drauf. Nein, mach das. Das ist halt jetzt drüber, sondern die haben halt alle gar keinen Damage. Schade. Ach man. Der Lucian bräuchte halt Execution as Calling. Und ich hätte mich wahrscheinlich statt Rabon uns auf den Sonias gehen lassen sollen, weil die jetzt Full 80 sind. Ist halt auch wirklich schwer, weil ihr habt halt nicht so viel zu bieten. Ne? Es sind halt Jace und der Kane sind halt keine Frontline, aber auch nichts Assassin-lastiges. Also die können weder den Varus bedrohen noch den Gangplank und werden halt einfach weggeholt. Die Teamcomp, gegen die du spielst, sind halt einfach viel besser. Verkauft mal das Doran Zodian Seekers. Das ist die beste Idee.
Die haben einfach so viel AD. Ja, dieses Armschienen-Ding von Sonias. Für 1200. Ganz rechts. Schon runter. So, das was ihr jetzt quasi... Ich war 5-0. Ich weiß, du hast auch ein echt richtig gutes Early Game gemacht. Ist halt nur echt schwer, wenn dein Team halt leider outclassed wird. Da hat man Probleme, aber es ist halt wirklich... Es sind weniger die Spieler, als wieder die Team kommen. Das Problem ist, ihr habt halt so eine dumme Mischung aus dem Jace, der normalerweise halt mit dem Ultimate den Split-Push will, der allerdings den Shen nicht pressuren kann. Und gleichzeitig der Team kommt, die zu schlecht für Teamfights ist. Obwohl ihr eine Annie habt. Und da musst du dann erstmal zu schlecht für ein Teamfight sein. Ich würde jetzt wirklich zu Traps übergehen. Irgendwie da mal sweepen und dann in den Busch da überhalb bleiben. Da. Das Problem ist halt, die Hälfte der Leute, die den Busch facechecken können, kannst du nicht bursten. Ich weiß nicht mehr, ob du den Gangplank noch killen kannst. Hat er keinen. Hat er Mercs. Bleib ganz oben, sonst verlierst du Vision. Alter, du stehst echt weit in diesem Busch. Lass mal das Support von denen. Ich glaube, der hätte es hinholen sollen. Bleib da. Was war das? Don't get it. Oh, da kannst du gehen. Das ist Tibbers Time. Nice, du hast sogar auch noch getroffen. Nice! Das war vielleicht ein Game-Turning-Moment, aber andererseits ist dein Jump gar nicht da. Ah, du kannst weglaufen, du hast einen Stun-Up. Ah, Tibbers auf ihn. Nice. Alter, kann der Jace dann auf ein gestuntes Tag mit. Raus. Hallo, was ist denn mit dem? Boah, der triggert mich. Der lässt wieder alle sterben, Mann. Ja, aber da hätte er auch nicht mehr viel machen können. So. Doch. Der soll mal seinen Arsch bewegen, ja, hier irgendwie nutzvoll sein. Ja, wenn er vorher da gewesen wäre, wäre schön. Ja, aber der hat jetzt nichts gemacht. Aber du musst auf dich selber gucken, Kalle. Ja, aber ich habe zwei Leute getötet, Alter. Ja, du hast ja gut gemacht. War ein schöner Tibbers. Also einen Kill gekriegt, den anderen vorbereitet. So, aber ja, du musst eigentlich Recall und... Oh, wow. Okay. Ja, wir haben ja alles verloren. Dann soll er wenigstens hier oben pushen, ey. Mach den E an, damit dein Tibbers auch den E hat. Dann macht er wenigstens noch Damage, bevor er stirbt. Alter, das gehen wir ja total. Du musst halt echt dringend in die Base, damit dein Team eine Chance hat. Du bist halt... Mittlerweile bist du nicht der Anker des Teams, du bist das Team. Recall. Ah, lauf zu Fuß vor mir, keine Ahnung. Shit! Okay, für Rabat uns fehlen noch 100. Fuck. Ja, für Vince. Auch nochmal 100. Bitter. Aber ist okay. Aber kurz raggen. Und dann geht's weiter. Einfach Toplane die 100 Gold fahren. Was mache ich zuerst fertig? Rabat uns. Ihr braucht den Schaden. So. Ich glaube, wenn du in Sonias gehen kannst, ist dein Team trotzdem useless. Hilft da nicht viel. Achtung, dein Team macht Mitte wieder Blödsinn. Ich hol dir einfach den Rabat uns, lass das Scheiß mit dem Minion sein. So, die Jenna ist mit 1 Million Autotext killen. Rabat uns halt jetzt nochmal ein ordentlicher Power Spike. Aber. Wird er trotzdem nicht einfach Pinkboard, ja. Du siehst die Wave natürlich schon hier. Hallo. Ja, ist ja okay, die sind ja da. Kann jetzt ruhige dich. Der ballert wieder alles daneben. Auf einmal hat er leider die Ulti ausgehauen. Nash ist das nächste. Geh mit deinem Team da links rum. Links rum. Ist zwar nicht gut, dass die da lang gehen, aber ein schlechter Call ist immer noch besser als. 10 Leute, die verschiedene Quads machen. Wir haben halt 0 CC. Ohne dich. Hier halt auch mal ein. Ja, das ist halt. Machst du den einfach raus. Ja, das ist halt gegen. Ah, das ist halt super schwer. Oh, Triple Kill von Gameplay. Ich hab fucking Triple Kill bekommen, ey. Ja, das ist halt einfach der Comp. Das ist wieder Free Baron. Und deswegen machen wir das Spiel dann wieder doch keinen Bock. Kalle! Ja, aber das ist doch scheiße. Das kann doch nicht sein, dass jeder Mensch keinen Kopf hat. Aber die haben halt einfach die bessere Comp. Ja, dann sollen die mal nachdenken in der Champions League, was sie picken. Ja, das wäre schön. Aber kann ja jeder... Ich spiele Jace, weil ich spiele ganz oft Jace und gehe 0-4. Ich bin super useful für mein Team. Ich habe zwar 2 Tower gepusht, wieso gewinnen wir das Spiel nicht? So denken die Leute. Ja, ich weiß. Aber das macht's ja nicht besser, wenn du auch so denkst. Aggression. Ja, also ich meine, von 0 kann man ja nichts abziehen. Ne? Ja, das stimmt. 0 LP bleiben 0 LP. Aber Achtung, das ist kacke. Mitte. Der Varus würde jetzt den Gänse zum Varus bursten. Ich glaube, der steht halt einen fucking Jay. Ja, aber der hilft ja nicht. Irgendwann musst du anfangen, den zu bürsten. Du bist den ja so oder so zweimal. Der Jarvan und der Shen sind halt so tanky. Holy shit. Oh, man, Q auf den Varus.
Soraka je. Aber es war nicht so bad. So. Also ihr habt Soraka bekommen und Varus und GA. Das Problem ist halt, du musst quasi Geld, weil dein Team sonst halt wirklich gar nichts tut. Weil vom Moment her für eine Gage eigentlich ganz gut, weil Gagbrings da war. GG. Aber es war das schönste Early Game, was ich bis jetzt von dir gesehen habe. Ja, aber es ist doch scheiße. Das frustriert einen. Ja, ich weiß. League of Legends ist ein unglaublich frustrierendes Game. Mein Game auch spannend, aber ich fasse mein Wasser Flutzertrümmer. Aber ich meine, League of Legends gibt und nimmt. In beiden Händen. Jungle Tracking, meine Damen und Herren. Und how to lose a game when you play really good. G. Gebt uns Feedback in die Kommentare und ich sage Tschüss. Und ciao.